Ja, herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge. Ohne großes Hin- und Hergelabere werden wir uns jetzt das letzte bisschen Erkundungszeug auf die... Na, ach man, auf diesem Landstück hier anschauen. Wir gehen jetzt da... Die Maus schon wieder, meine Güte. Moment. So. Auf diesem Landstück hier anschauen. Ich hoffe, euch hat letzte Folge gefallen. Mit nur ein paar Anläufen haben wir einen Boss geklatscht. Da ist irgend so eine Pilgerreise. Okay. Das ist der Zauberer-Junge. Na gut. Du hast zuerst einen gegriffen. Und du willst du Stress? Okay. Kein Problem. So. Ah, hallo. Der Strand, ich habe schon wieder den Strand vergessen. Okay, den machen wir in dieser Folge, nachdem ich da geguckt habe. Hier gibt es nichts weiter. Jo. Das sind die Gräber mit den Wölfen. Und sonst ist hier nichts. Oh, Blumen. Oh, dort scheint noch so ein Karadier-Lager zu sein. Karadier-Söldner-Lager. Oh. Das ist, glaube ich, der Wald, wo wir waren. Das ist dieser Baum. Okay, okay. So viele Strände hier. So herzlich und lovely. Oh. Ich gehe mal lieber durch die Vordertür. Wer von wo? Keine Ahnung. Oh. Kavallerie. Ach, du kleiner Dreckige. Ja, meine Güte, was haben die für einen Schuss drauf? Angewirrung. Also, meine Güte. Oh. Hä? What? Jawohl. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Ich muss vielleicht die Flasche wieder nachfüllen. Kann ich eigentlich? Ich kann. Attacke. Ich hab doch eine Rolle gemacht. Mann, Mann, Mann. Okay, uncool.
wollte mich hier verstecken. Als ob. Sag mal. Nein. Da. Sag mal. Ich muss jetzt zwei kleine Zauberer fertig machen. Ja, na also geht doch. Okay. Zuerst einmal die Zauberer, weil die nerven mich ganz schön. So, dass ich überlebt habe. X. Das ist. Okay, Rückzug. Das ist mir zu blöd. Mission failed. We get them next time. Danke, Hundi, für deinen Service. Na, Wölfe, ist es im Ernst? Eieieiei. Ah. Doch. Gut. Dann machen wir auch gleich mal ein Level ab. Jawohl. Oder Stärke lieber? Mach mal Stärke für ein bisschen mehr Angriffsschaden. Jawohl. Ja. Dann nehmen wir wieder den da. Kommen irgendwie von der anderen Seite oder so rein. Weil die Verteidigung ist da nämlich zu gut. Also gut genug, dass die es uns schwierig macht, wenn wir einfach hirnlos da reinrasen. Daher. Metal Gear Solid like. Bom 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 bom. Okay. Okay. Oh. Warum? Warum nicht?
Gusto geht auch. Ich weiß nicht, warum der nicht einen Rückenstecher gemacht hat, aber okay. Tod ist tot. Bitte bleib oben. Ja, er macht nur ein Nickerchen. Huch. Schriftrolle des Königshauses. Mhm. Da ist vermutlich vor Langeweile gestorben. Schriftrolle des Königshauses. Gebt dies einem studierten Zauberer, um neue Zaubereien zu erlernen. Eine Schriftrolle der königlichen Familie von Karia, die an der Spitze der Akademie von Raya Lucaria steht, kann einem studierten Zauberer übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Zaubereien zu erhalten. Schimmerphalanx und karianischer Schlitzer. Hm. Oh oh. Oh oh. Ach, die haben nichts gehört. Ihr habt nichts gesehen. Psch. Genau. Dankeschön für eure Kooperation. Für die Volksfront von Judäa. Oh, ein Schädel. So. Als nächstes kommt der Banner-Typi. Überhaupt nicht auffällig. Oh, da ist einer auch vor Langeweile gestorben. Das sind Archäologen hier, glaube ich. Oder? Wonach graben die eigentlich? Nach Schimmersteinen oder so? You saw nothing. Gute Leute des Volkes, ich tue euch nichts. Ich bin hier, um euch von euren Dingern zu befreien. Fesseln.
Oh. Nice. Oh, Kaidenrüstung und gefrorene Rosine. Interessant. Hier. Wittert dies Sturmwind für eine erhebliche LP-Regeneration. So was wie ein kalter Snack. Okay. Aha. Und, hier. Neue Ausrüstung. Ja. Kann ich sogar tragen. Kaidenrüstung. Na, mal gucken. Eine Rüstung der Kaidensöldner. Der silbrige Wolfspelz, der die Schultern ziert, schützt effektiv gegen Kälte. Oh. Diese massigen, furchtlosen Söldner sollen aus dem eisigen Norden stammen und kämpfen auch Pferde ganz hervorragend. Kaiden ist der Name ihrer Heimat. Halt, nein, ich wollte ausrüsten. Ja. Cool. Habe ich ein Kaiden-Rüstungskomplett eigentlich? Ich habe hier den Helm, das weiß ich. Habe ich auch. Nein. Okay. Voll cool. Oh, hallo. Wenn ich jetzt verrecke, weil ich blöd bin, dann ist das echt blöd von mir. Oh. Bleibe liegen. Jawohl. Bäh. Hm. Da ist eine Truhe, aber erstmal hole ich den Schädel, weil ich den Schädel zuerst gesehen habe. Da bist du. Voll. Nach der Logik müsste ich zuerst das Ding holen, was ich da oben zuerst gesehen habe. So, hier war sonst nichts mehr. Okay. Hier. Oh, noch ein Schädel. Oh. Drei Herbers. Oh. Was haben wir da? Sternenlichtsplitter. Aha. Da hinten geht's auch noch weiter. Oh. Okay. Nee, nee. Guck, 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 guck. Hey! Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hihi, guck, guck. Hallo, hihi, guck, guck. Okay. Was macht. Was ist das für ein Ding eigentlich? Sternenlichtsplitter. Ein Item. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Oh, ein flüchtiger Splitter, der blau leuchtet. Die Überreste einer Supernova. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Ein wertvoller Gegenstand, der in der ewigen Stadt einst als Zutat für berauschende Getränke verwendet wurde. Oh, okay. Okay. Noch ein Schädel. Läuft bei mir. So, was ist das da für eine Schatztruhe? Großer Degen. Oh, ein neues Spielzeug. Oha,
Schweres Stoßschwert. Okay. Was macht dieser aufspießende Stoß? Ein großes Rapier mit dünner, scharfer Klinge. Kommt in Duellen auf Leben und Tod zum Einsatz. Dient genau wie die kleineren Exemplare primär für Stoßangriffe und kann beim Abwehren mit einem Schild eingesetzt werden. Oh. Talent, aufspießender Stoß. Ein Talent, das entwickelt wurde, um Schilde mit durchbohrenden Waffen zu überwinden. Damit eure Kraft und springt vorwärts, um die Abwehr des Gegners zu durchdringen. Oh. Ja. Aber zum Anschauen reicht das. Ach du Heilige, ist das ein fettes Teil. Oh mein Gott, ist das ein fettes Teil. Engara de Leviosa. 1, 2, 3, 4. Alter Schwede, das ist ja ein halber Speer, also eine, fast schon eine Lanze. Boah, wie cool ist das denn? Okay, schwere Angriffe. Okay. 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 Und zweithändig. Aha. Boah, das ist eine echt fette Klinge. Boom, 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 boom. Oh, noch ein Schädel. So. Okay. Na. Na, Moment. Akupunktur, sehr schön. Gut. Jetzt geht's zum Strand, würde ich sagen. Das ist eine tolle Klinge. Sieht auf dem Pferd vielleicht gut aus. Sehr gut sogar. Oh. Oh, cool. Okay. Aber die kann ich leider nicht verwenden. Dafür brauche ich mehr Stärke und Geschick. Hm. Vielleicht sollte ich das auf 5... Also, vielleicht sollte ich Stärke leveln und Geschick. Wie viel brauche ich für den Regel 18 Geschick? Ja, okay. Ja. Gut. Jetzt geht es. Wo war das? Dahin, genau. So. Genau. Wie ging's da runter? Ich sehe aus wie so ein Wikinger. Oder ein bisschen wie ein. Ein bisschen sehe ich aus wie ein Bogatier. Oder wie ein Russe halt. Wie ein russischer Recke, genau. Okay, ich glaube. Kann ich dahin springen? Ich weiß, dass die Federmäuse mich nerven werden, also sollte ich die lieber jetzt wegmachen. Voll. Überraschungsangriff. Au. Jawohl. Jawohl. Wurde ich geheilt? Keine Ahnung. Wie? Ah, schau mal, was da hängt. Ah, da hängen Fledermäuse. Okay. Hierhin kann ich doch, oder?
Ich versuch's mal dort. Ja, ja, ja. Das Leidenloch. Ich glaube, ich muss doch dort runter, oder? Mal gucken. Habe ich die Petermaus gelegt, denn ernst? Ach, egal. Oh. Warum? Ach, das Pferd hat Schaden genommen. Nein. Dummwind. Das hat Schaden gemacht. Mann. Ich komm. Ich stehe nochmal auf. Dahin. Komme ich da unbeschadet runter? Überhaupt? Meine versuchen könnte ich es aber. Nicht, dass ich mich wieder blöd anstelle oder sogar dumm. Warte mal, ich hab... Ich hab in dem Video mal was gesehen, ganz kurz. Keine Ahnung mehr, warum ich das gesehen habe. Warte mal. Wo ist dieser Aufwind? Da unten ist dieser Aufwind. Okay, für die Wissenschaft. Mal gucken, ob das funktioniert, was ich gehört habe. Tatsache. Ha! Okay, haben das alle gesehen? Nehme ich das auf? Was läuft denn da am Strand? Was zur Hölle? Ah, okay, das Ding hat eine Waffe. Dann ist es nicht so gruselig. Ich dachte schon. Ah, hallo, nehme ich das auf? Ja, ich nehme das auf. Jo. Wo ist die Maus wieder da? Noch nicht ganz. Immer noch nicht ganz, ja, meine Güte. Jetzt. So, wo ist das Slenderman? Da ist er ja. Ein Vampir oder was? Ach du Heilige, bist du stark. What the fish? Schwarze Künste oder was? What the fish? Hat das Ding mich verschoben oder so? Was zur Hölle ist das? Sind das für Macht? Jawohl. Stirb, Vampir.
oder was auch immer du bist. Gleiche Bündner Kriegsasche Gravitation. Oh. Zur Verwendung mit Nahkampfwaffen, außer mit kleinen Waffen und Peitschen. Gravitation magisch, Objekteffekt, verleiht eine Waffe, Affinitäten und Talent. Ja, 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 was macht das? Diese Kriegsasche, bla bla, verleiht die Affinität magisch und folgendes Talent. Gravitation, ein Talent der Alabasterfürsten, deren Haut aus Stein bestand. Ach, so ein Ding war das. Rammt die Waffe in den Boden, um ein Gravitationsfeld zu erzeugen. Der Angriff verursacht Schaden und zieht Gegner durch euch heran. Na gut, so viel Schaden hat das Ding nicht gemacht. Verwendung mit... Ja, okay. Okay, das ist ja cool. Voll cool. Also Alabasterfürsten hießen die? Oder wie? Alabasterfürsten, genau. Oh, Schmetterlinge. Hallo, danke schön. War das denn nur einer? Scheinbar. Echt nur der Typ und die Krabbe hier? Aha. Na, immerhin eine neue Kriegsasche. Okay. Der hat irgendwas gekillt. Vielleicht die kleine Krabbe. Hallo? Jawohl. Nice. Yeah. Schulterkicker. Dankeschön. Ach, da hat die Krabben gekillt. Klumpenfleisch. Okay. Lecker. Klumpenfleisch. Ich hab schon... Waren das 6 Stück auf einmal? Findet man durch die Jagd auf Fleischfresser. Ja, ich glaube, da war noch ganz frisch. Deswegen habe ich die mal ganz kurz genommen. Yeah. Goldene Rune. Oh, wie viele habe ich denn schon? Hier. 99! Okay. Das war es hier wirklich schon scheinbar. Okay. Ja gut. Gut, wenn ich 99 habe. Hui. Geronimo. Und ich bin dort. Eine Blume. Okay, folgendes. Dann, solange ich, glaube ich, diese... Jetzt habe ich schon Status gerade. Diese Dings habe, diese Klaue. Das ist doch die Klaue, oder? Genau. Oder? Das ist doch die Klaue da, glaube ich.
Kann ich ja mal die Runen verwenden oder lasse ich die noch? Ich glaube, ich lasse die noch und schaue. Ich google dann nochmal, ob das Zeichen das ist, was für was ich es halte oder nicht. Okay. And it's gone. Okay, wie spät? 35. Wir haben jetzt erfolgreich alles geguckt, außer ich habe was vergessen. Sollte ich was... Ja gut, hier die Ecke, die kommt noch. Sollte ich was vergessen haben, sagt mir Bescheid, das hier alles... Oder hier alles... All das hier, das werden wir uns später anschauen. Gut, jetzt geht es erstmal darunter, genau. Hallo Krabbis. War ich da oben? Da ist eine Fackel. Ach, das ist das Ding, okay. Hoch. Ein Pilz. Lecker. So, dann gehen wir mal da lang. Ab in den Süden. Bim, bim. Bim, bim. Bam, 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 bam. Warum? Warum nur? Warum? Ach nö. Oh. Vielen Dank für den Pilz. Okay, noch eine Barrikade. Die Brücke ist verbarrikadiert scheinbar. Okay, was gibt es hier? Pilze? Hm. Pinguine oder irgendwelche Vögel? Wölfe. Das ist schon die Karte. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Erstmal eins nach dem anderen. So. Na. Halli hopp. Hopp, hopp, hopp. Oh, noch ein Pilz. Und mal gucken. Mal gucken. Brücke des Opfers. Mhm. Nein, wer ist der Erste? Wer will zuerst? Wer hat noch nicht? Ah. Oh. Wow. Das war zu spät gedrückt, aber egal. Das Ergebnis ist dasselbe. Was ist dort oben eigentlich? Oh, halt. Halt, halt. Was ist das? Ist das eine Ballista? Okay. Das ist nicht okay. Was haben wir dort? Dort haben wir den Tod. Oh, Moment. Ich hab doch.
Wo ist das Ding? Wie cool. Oh, das ist ja cool. Jo, das ist eine Ballista. Die bewacht ist. Es gibt keinen Weg drumherum. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, Rechtsklick. Okay. Könnte ich eigentlich da reinlegen? Umschalten. Damit ich noch schnell... Na? Ah, damit ich noch schneller Zugriff darauf habe. Und wenn ich schon mal dabei bin, meinem Pferd Rosinen machen. Genau. So, sehr schön. Pferde gut, alles gut. Sollte ich durchstürmen und das Ding von hinten nehmen? Nein, ich sollte durchstürmen. Ach du Heilige. Okay. Die Wölfe nehmen das Kleine. Also nehmen die kleinen Vögel. Ach, schade. Und ich stürme rein. Okay, Wölfe? Okay. Nein, meine Wölfe. Komm ich. Ja, nice. Ach, den haben die. Haben den, okay. Oh, ich kann das Ding kaputt machen, doch. Nein, kann ich das nicht kaputt machen? Gut, die Wölfe machen das schon. Nein, achso, springen. Ah, nice. Oh. Ich finische ihn. Yeah. Gut gemacht, Wölfis. Messingschild. Oh. Erstmal loot ich den Rest, bevor irgendwas verschwindet. Ah. Oh, Steinschwertschlüssel, Dankeschön. Da war noch was, genau. Hier gibt's nichts mehr, okay. Warum auch immer der so hängt. Schmiedestein. Dankeschön. So, ich habe neuen Schild. Messingschild. 16 Stärke, okay, ich brauche noch Stärke. Der wiegt auch mehr. Ach du Heilige, der wiegt ja viel mehr. Ach, der ist viel besser auch noch. Oh. Schlag, kein Talent. Kein Talent. Okay. Okay. Abwehrbonus 56. Der wird weniger Ausdauer verbrauchen beim Blocken. Das ist wie für... Der ist für mich. Der ist Beste. Und hier gibt es keinen mehr? Was, wenn der Feind von der anderen Seite kommt? Hm. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist eine Person. Tja, Wölfis, danke für eure Dienste. Ihr seid frei. Für heute. Goodbye. So. Folgende Frage. Jupp, weg sind sie. Erstmal die Flaschen wieder umfüllen. Sehr gut. Ist die Balliste noch da?
Ja, okay, die regeneriert. Okay, was mit dem das? Oh. Okay, was ist hier passiert? Die ist ja tot. Erstmal beschaue ich mich noch weiter um. Pflanze oder Pilz, was auch immer. Ach, da komme ich nicht so hoch. Okay. Nein. Hä? Boing. Wo geht's denn hier hoch? Nein. Ja. Ich steck mal ab. Oh mein Gott. Junge. Gibt's hier was? Da hinten. Okay, sollte ich da hin? Ich kann ja mal gucken. Bevor ich die Hauptstraße nehme. Ah, sieh mal einer an. Erkunden lohnt sich immer. Prinasilie, das war es aber auch schon hier, oder? Jo. So, was gibt's dort? Da liegt eine Leiche. Wie gut, dass ich ein Fernrohr habe. Das ist keine Leiche, das ist ein Hund oder so, oder keine Ahnung. Gut. Ah, schöne Aussicht. Alli hopp. Boing. Also. Boing. Ach, egal. Geh schon. Hep. Boing. Was ist denn hier passiert eigentlich? Erstmal schaue ich mich noch zu Ende. Eins nach dem anderen. Damit wir auch nichts übersehen. Okay, das reicht, genug erkundet. Ah. Yep. Tada. Guten Tag, werte Dame. Oh, sie ist blind. Okay. Aber nicht taub. Okay. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak. Also du bist nicht blind, du bist nur. I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. Okay, du bist nicht blind, du hast nur schlechte Sicht. Okay. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you. Okay. Would you mind taking a letter to my father at the castle? Oh, ich bin Postbote, okay. Even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Oh. Familienprobleme, okay. Thank you. Dearly. Na gut, ich sehe auch aus wie ein Söldner. Ich glaube, da kann man mich auch dafür anheuern. Okay. Okay. Zu viele Umstände. Scheinbar wird das Ding belagert. Ach man, ich hab... Was sagte er? Was sagte sie? Ja. Okay. Darf ich überhaupt lesen, was da drinnen steht? Eigentlich nicht, aber ich meine, kann ich. Theoretisch. Okay, ein Brief an den Kommandanten von Schloss Morne. Ein edles seidenes Taschentuch mit blassen Blutflecken. Im Inneren sind Worte zu erkennen. Okay. Privatsphäre ist heilig. Ich verstehe schon, aber warum sind die tot? Nein, wirklich, warum sind die tot, aber sie nicht? Und sie ist blind und die sind bewaffnet.
Verdächtig, verdächtig. Irgendwie. Okay. Ah. Ein Überfall. Oh. Okay. Ja, der Riese, der sieht nichts. Er sieht nichts, er hört nichts, er riecht nichts. Oh, so viel Loot. Hey, Moment. Was ist hier passiert? Die leben doch noch. Hä? Ich dachte, das sind Feinde bei diesen oder so. Aber nein, scheinbar nicht. Die sehen aus wie Feinde. Oh. So. Oh, ein Morgenstern. Ein Morgenstern. Guten Morgen. Morgenstern. Der macht sogar mehr Schaden. Warte mal. Macht der mehr Schaden? Der macht mehr Schaden. Echt? 17, 14. 18, 15. Hm. Was ist deine Waffenklasse? Wo ist er? Hammer. Okay. Ich hätte eher gesagt Streitkolben, aber gut. Große Last. Oh, der ist zu schwer. Okay, dann. Okay. Ich dachte schon, ich hätte mich verhört. Dann würde ich sagen, wechsle ich mal das Schwert aus. Ein bisschen schwerer, aber okay. Ist ja auch ein Morgenstern. Oh, Alter, das Ding sieht voll abgefahren aus. Ohohoho. Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 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 Hat das Ding Blut? Löst Blutverlust aus. Ja, ja, geil. Ich glaube, das wird für eine ganze Weile mein neues Eisschwert, glaube ich. Hat er Flügel? Der hat Flügel. Ich glaube, das sind diese Vogelmenschen wie in Dark Souls 3 in diesem einen Wald. Heilige. Ach du Heilige. Was? Oh Gott, wie stark. Oder nervig hier. Das hat so spät.
glaube, der Morgenstern wird hier sehr praktisch sein. Ah ja, ich hätte noch die Wölfe, aber nee, die lasse ich mal. Ach du Heilige, wie siehst du denn aus? Na gut, der hat eigentlich nur ein breites Lächeln. Oh lol. Den habe ich ja sehr einfach gestunt. Miedestein, dankeschön. Oh, shiny steiny. Na, shiny steiny. Oh. Okay, was ist dort? Goldene Rune, dankeschön. Oh, Herber. Hallo, was auch immer das hier ist. Da gehe ich mal noch nicht hin, weil der Riese und Wölfe sind sehr nervig. Ich will erstmal hier ein Dings haben. Ein Safe Point. Naja. Dankeschön. Oh, Kriegsasche, mächtiger Schuss. Oh. Hallo. Hier. Zur Verwendung mit leichten Bögen und Langbögen. Okay. Diese Kriegsasche verleiht eurer Waffe keine Affinität, aber folgendes Talent. Mächtiger Schuss, ein Talent für Bogenschützen. Haltet den Bogen schräg und zieht die Sehne dann maximal zurück, damit der Schuss die Abwehr des Gegners durchschlägt. Also ein panzerbrechender Schuss sozusagen. Cool. Ein Bogen, mein jetziger. Kann er überhaupt was? Sperrfeuer? Sperrfeuer? Oh. Nice. Ich hab doch Wölfe. Ich hab doch Wölfe. Stimmt, ja, Wölfe gegen Wölfe und ich gegen den Riesen. Oh. Stimmt, ja. Stimmt, ja, Safe Point erstmal. Erstmal ein Safe Point. Da geht's ja hoch. Ah, ein Adernblatt. Und shiny steiny, okay. Ah, da ging's auch hoch, okay. Alle hopp. Was ist hier? Ah. Okay. Oh. Ich sehe die Belagerung, also die Mauer. Da ist ein Lagerfeuer. Ich sehe, die Mauer wurde durchbrochen. Kaputte Mauer und dort hinten ist ein Titan. Ich glaube, ich sehe und irgendwie schon ein bisschen, was hier passiert ist. Wir sind das Essen und die sind die Jäger. Was gibt's hier? Pilz? Pilz. Oh, eine Statue. Zu der gehe ich gleich. Erstmal hier Fuß setzen, Safe Point einrichten. Dann kann ich hier weiter gucken, wie es mir beliebt. So viele Pflanzen hier. Macht ja Sinn, ist ja auch die Natur. Die Gräber machen eigentlich gar keinen Sinn, wenn man kein Pferd hätte. Ja, nice. So. Jetzt
Das ist ein Nomade, okay. Ein Händler. Und jetzt mache ich mal... Oh. Mache ich mal das, nehme ich mal... Dingsbums, den Titan. Wenn sich die Wölfe um die Wölfe kümmern. Klingelingeling. Wölfe, ne? Komm nicht hinterher einfach. Ha! Das ist auch eine Variante. Mann! Wisst ihr was? Ich glaube, den bekämpfe ich mal so lieber. Oh oh. Warte, bis die Wölfe fertig sind. Oh oh. Jawohl. Boss besiegt, dass er groß war. Jawohl. Jawohl, ja. Nein, Wölfe. Na, jawohl. Yes. Ja, gut. Yay. GG. GG. So. Dort gab es irgendwas. Lecker. Bam, 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 bam. Hey. Von wo war das doch mal? Wo habe ich das gehört? Oh Gott, wo habe ich diese Musik noch mal gehört? Oh, Hilfe, ich habe Kopfschmerzen. Erstmal setze ich mich hin. Sprich mit dem Händler. Hallo. Guten Tag, wie heißt du? Und schaue, was er so hat. Oh. Oh. Ein Bastardschwert, okay. Und eine leichte Armbrust. Ja, die kann treten. Ja, immerhin eine Nahkampfoffensive. So ein bisschen. Eisenhelm, Schuppenrüstung. Eisenstulpen, Lederhose. Oh. Oh. Popo Bernstein-Medaillon. Oh. Notiz, Pöbel der Halbmenschen. Mhm. Der verkauft Kukri. Oh. Und irgend so ein Schild. Ich kauf mal diese Notiz. Dankeschön. Gehabt euch wohl. Ja, gut, dass du das sagst. Wir sind am Folgenende angekommen. Da ist ein Aufschwung nach irgendwo oben. Was sagt die Notiz? Die schauen wir uns nochmal an. Ganz schnell. Jawohl, Notiz der Halbmenschen oder so. Die war die. Die war nicht hier. Die war...
Na, wo bist du? Hallo? Ah, da. Mann. Notiz. Da pöbelte Halbmenschen, genau. Was steht da? Tötet den Anführer eines Pöbels von Halbmenschen stets zuerst. Dann wird der Mut deiner Schergen nackter Panik weichen. Okay. Okay. Interessant. Der Bogen. Ich will mir mal den Bogen anschauen. Da hat er so eine Sperrfeuerfunktion. Ich möchte mir das mal anhören. Also anschauen. Okay. Ach so. Wie genau funktioniert das? Oh. Hä? Warte mal. Sperrfeuer. FP-Kosten. Warte mal. Ein kleiner Bogen für Schütze auf große Distanz erlaubt Schütze einen schnellen Erfolg und ist auch ideal für den Kampf zu Pferde. Der Einsatz von Bögen erfordert Pfeile. Talentsperrfeuer. Ein Talent von Bogenschützen. Halte den Bogen horizontal und feuert einen Salve von Pfeilen schneller, dass es ein menschliches Auge verfolgen könnte. Aha, aber wie? Hä? Aber wie? Hä? Oh. Hä? Ich versteh's gerade nicht. Hä? Okay, egal. Das war der Bogen. Könnten uns noch mal schnell die Kriegsasche anschauen. Für den Bogen, genau. Und dann ist Schluss für heute. Ja, der Bogen ist schon wieder weg. Oh. Warte mal, muss ich den irgendwie anders ausrüsten? Ah, muss ich dort ausrüsten, glaube ich, in der rechten Hand. Okay, warte mal. Das kann sein. Doch nicht? Hä? 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 Ich habe keine Ahnung, wie der Bogen funktioniert. Gut, dann das war der Bogen. Hoch, den wollte ich nicht. Ja, das war der Bogen. Ich google vielleicht mal, wie er funktioniert. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey!